nichts ist endgültig. Man kann immer seine Meinung noch ändern. Ja. Ich finde, das gibt mir auch ganz viel Sicherheit, dass alles, was ich mache, ich kann morgen immer noch was anderes machen. Es ist manchmal auch ganz gut, seine Meinung zu ändern oder seine Ziele zu ändern. Hallo, wir sind Marte und Leonard. Und zusammen sind wir Ananda Forte, machen uns nämlich gerade selbstständig mit Ergotherapie und Yoga am Strand. Hier auf Fuerteventura. Das hier ist unser Schlafbereich. Quasi jetzt gerade ist es noch hochgeklappt, da können wir es auch als Sofa benutzen. Hier unten kann man es dann einfach runterziehen. Dann zieht man das Bett quasi bis hier vorne raus und dann haben wir eine Schlaffläche von 1,20 bis 2 Meter, also 2 Meter lang und 1,20 breit. Genau, hier haben wir unseren Schrank mit Anziehsachen. Hier oben sind auch so Bücher drin und Schwimmsachen. Genau, hier hat noch jeder sein Fach. Hier sind Leonards Sachen und da drüben meine. Hier unten haben wir noch so Strandtücher und Bettlaken und Kissen, was man alles noch so gebrauchen kann. Genau. Hier oben haben wir auch noch ein paar Kisten. Hier ist unsere Elektrokiste, sind so Sachen zum Aufladen drin, ein paar Kosmetiksachen. Na, hier haben wir unsere schönen Vorhänge, die wir selber genäht haben. Sind auch ganz praktisch. Da haben wir hier oben Magnete rein genäht. Kann man dann hier einfach dran festmachen. Also ich habe Marte ja eigentlich so kennengelernt, dass sie schon gesagt hatte, dass sie in 2 Jahren, wenn sie mal genug Geld zusammen hat, dass sie im Camper losfahren wollte aus Deutschland raus und das Abenteuer gesucht hat. Und so hat dann auch unsere Beziehung angefangen, immer mit der Klausel am Ende, aber es war vollkommen in Ordnung. Und das hat sie dann auch gemacht mit ihrer Schwester, ja. Das ging vorletztes Jahr los. Ja, genau. Seit 1,5 Jahren bin ich jetzt unterwegs. Erst mit meiner Schwester sind wir ein Jahr gereist. Und dann hat sich meine kleine Schwester verliebt auf Teneriffa, was erst schwierig war, aber dann natürlich auch schön, weil es dann auch irgendwie die Option dann gab, dass Leonard kommt. Ja, genau. Das hat mir die Tür geöffnet, dass ich dann dazukommen konnte. Und ja, ich hab's auch ganz überlegt. Spontan. Das war ja, einfach anrufen, ich habe gerade gekündigt. Und ich so, okay, ja, gut. Ja, eine Nacht hatte ich drüber geschlafen und dann habe ich doch am nächsten Tag meinen Chef angerufen und gekündigt und wollte dann auch was anderes machen. Und es war auch eine triste Zeit im Winter letztes Jahr in Deutschland. Das war alles nicht so eine leichte Zeit für jeden bei der Arbeit auch. Kann wohl jeder nachvollziehen. Und dann ging es in den Flieger nach Fuerteventura und hier sind wir dann gestartet. Hier unten haben wir eigentlich vor allem Medikamente drin. Relativ viele, weil meine Mutter ist Ärztin und die hat mir sehr viel mitgegeben für jeden Notfall quasi. Genau. Ansonsten, wir haben hier noch einen Feuerlöscher, weil wir es mal gesehen hatten, dass man das gut gebrauchen könnte. Aber den haben wir tatsächlich auch bisher zum Glück noch nicht benutzt und hoffen auch, dass es so bleibt. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir benutzen nämlich viele Räucherstäbchen. Hier oben angefangen haben wir viele Gewürze, alles Mögliche dabei. Und das Wichtigste für unseren Gaskocher sind immer mal wieder Feuerzeuge parat zu haben. Wir hatten zuerst einen Gaskocher, den wir bis zur dieser Hälfte hier wirklich stehen hatten und der hier mit der Gasflasche angeschlossen wurde. Der ist zum Glück kaputt gegangen, muss man sagen. Also wir haben uns dann für einen neuen entschieden und wir sind sehr glücklich, muss ich sagen. Denn der spart sehr viel Platz. Wir können hier oben kochen, auch ich kann besser stehen in der Küche, das finde ich auch ganz gut. Und ansonsten haben wir alles, was man so braucht in der Küche. Öl und Tabasco und Kerzen. Wir benutzen in dem Bus sehr viele Magnete, denn Magnete sind wirklich ein Allrounder, haben wir festgestellt. Und ja, wir haben wirklich, glaube ich, 100, 200 Starkmagneten oder so bestellt
und ja, schon mindestens 100 verloren, aber immer mal wieder finden wir auch welche dann, die irgendwo festkleben. Von daher funktioniert alles ganz gut. Als ich hier war, ich hatte mich schon direkt verliebt und dachte, hatte halt gleich so die Idee, es wäre total cool, irgendwas am Strand anzubieten und hier wohnen zu bleiben. Und eigentlich hatte ich halt aber immer Leonard gesagt, ja, wir reisen noch und ich komme auf jeden Fall zurück und dann können wir auch in eine Wohnung gehen. Dann hatten wir aber irgendwie schon gemerkt, so, oh nee, irgendwie passt das halt auch einfach nicht mehr. Und als wir dann auch in Deutschland waren, irgendwie haben wir auch gleich gemerkt, dass es für uns auch irgendwie nicht mehr das Richtige ist. Ja, auch von der Umgebung, auch so der Lebensstil einfach. Dass man, also wir sind einfach hier auch viel glücklicher irgendwie. Wir haben auch das Gefühl, wir können anderen auch mehr zurückgeben, wenn es uns selber halt auch einfach besser geht. Wir haben hier nämlich eigentlich eine Spüle eingebaut gehabt und hier ist auch ein Wasserhahn. Aber wir wollten halt eigentlich nicht so viel hier drin alles nass machen und haben uns dann für so einen Abwaschkorb entschieden, weil es hier halt auch alles aus Holz ist und das super schnell modrig wird, wenn man da drin abwäscht. Darum machen wir das immer draußen, weil es hier auch schön warm ist. Genau, darum steht jetzt die Gasflasche da drin, was dann auch vom Platz her besser ist. Und so ein Ding ist echt zu empfehlen, ist Gold wert. Wir wussten am Anfang nicht, was man damit macht. Nee, wenn wir das Geschenk bekommen, dachten, was ist das? Ja. Und dann ist wirklich eigentlich das Wichtigste geworden. Ja. Aber wir haben, das Gute ist halt, dass trotzdem die Pumpe ist noch verbunden mit unserem Kanister, der steht hier unten. Und man kann ihn anmachen und dann haben wir hier einen Schlauch. Genau, ich kann den mal hier rausholen. Einen Schlauch. Und den können wir dann rausziehen und damit dann duschen. So haben wir das halt unfunktioniert. Hier unten ist auch wieder so ein bisschen Vorratskammer, ein bisschen rumpelig. Genau. Wie das so ist. Haben wir auch noch mal Wasser. Insgesamt haben wir, wie viel haben wir jetzt? 84 Liter Wasser. 84 Liter, genau. Können wir gleich noch mal draußen zeigen. Also wir haben zwei kleine und einen großen hinten. Das Leben ist halt einfach so ein bisschen stupide geworden irgendwie. Man arbeitet, man kommt abends nach Hause, man ist kaputt, vielleicht geht man noch zum Sport. Und hier wird das nochmal so aufgebrochen. Was wir auch beide gemerkt haben, dass ich glaube, das tut auch jedem gut im Leben, einmal so eine Auszeit zu haben, wo man dann auch mal sich wieder besinnen kann, was man eigentlich im Leben, also was einem wirklich wichtig ist und was man machen möchte. Und da kommt irgendwie auch so die Kreativität zurück und auch die Lust zu lernen. Also ich hatte am Anfang, habe ich wirklich nur gelegen, gelesen, mich gesonnt und gar nichts gemacht und habe das total genossen. Aber irgendwann hat man auch total Lust, wieder zu lernen. Da haben wir auch jetzt echt viele Fortbildungen gemacht, viele Fachbücher auch. Und es ist irgendwie total schön, dass man merkt, dass der Geist will sich doch irgendwie weiterentwickeln. Und das kommt halt mit der Zeit auch. Und das, so sollte das Leben ja auch sein, dass man sich irgendwie weiterentwickeln will, dass da noch was passiert. Ja. Das ist eine Trenntoilette und die ist auch ziemlich schnell aufzubauen, was ganz gut ist. So, und dann setzt man sich rauf, dann kann man noch einen Abschluss, einen Schlauch anschließen, wo das dann alles hinläuft. Und genau, aber die ist zum draußen benutzen, muss man sagen. Und da muss man erstmal einen Ort finden und manchmal dauert das. Einen Ort gefunden hat. Ja, obwohl manchmal machen wir es auch so, dass wir halt die Türen hinten aufmachen und dann einfach ein Tuch davor hängen und dann kann man sich wie in so einer Kabine da hinsetzen. Nur wenn es halt richtig windig ist, dann sitzt man halt da drauf, hält das Tuch fest und letztens ist Leonard das auch gebrochen, als er drauf saß. Jetzt haben wir es mit Klebeband gemacht. Und man muss halt auch kreativ sein, dann, dass man auf Klo gehen kann. Was ich aber auch sehr gut finde, ist, dass man die halt nehmen kann und dann einfach irgendwo hingehen kann und niemand weiß, was man vorhat. Na, also wir haben einen Fahrradgepäckträger, wir hatten auch mal Fahrräder, aber die wurden relativ schnell in Portugal geklaut. Wir hatten so eine Aktion, dass dann die Polizei in der Nacht kam und wir alles schnell reingeschmissen haben, weil wir abhauen mussten. Und die Fahrräder dachten wir, die waren halt angeschlossen, haben wir stehen gelassen, dachten, wir holen die später dann noch ab. Aber dann hat die Polizei wahrscheinlich sogar die mitgenommen. Und seitdem haben wir keine Fahrräder mehr. Also hier haben wir immer unseren Wäschekorb. Den stellen wir hier hinten nochmal rein. Dann haben wir hier den Wasserkanister. Ja, unseren großen Wasserkanister, 60 Liter umfasst, da können wir rausziehen und dann können wir entspannt den Hahn aufdrehen und Wasser rausholen. Ja, das haben wir auch neu und das ist echt super praktisch, wenn man da mal Hände waschen kann und so. Genau, ansonsten haben wir hier Campingstühle, zwei, einen Tisch, noch eine Ersatzgasflasche, ist auch mal gut.
Dann Auffahrkeile, auch mega gut. Ich dachte erst mal, es haben nur Spießer und dachte so, was soll ich damit und warum muss man sich gerade hinstellen? Aber wenn man dann mal so richtig schief schläft, dann merkt man, dass, also der Schlaf ist einfach viel schlechter. Und seitdem sind die auf jeden Fall immer dabei. Genau, und hier haben wir Grillsachen, wir haben halt einen Grill noch dabei, Kohle, noch ganz viele Mückennetze, falls mal wieder Mücken kommen, da sind wir nämlich immer, werden wir ein bisschen wild dann, wenn Mücken kommen, muss alles zugemacht werden. Schwierige Nächte. Ja. Also wir sind beide Ergotherapeuten und haben auch beide angewandte Therapiewissenschaften studiert. Und also ich bin ein bisschen früher fertig gewesen als Leonard. Ich habe schon 2 Jahre gearbeitet in einer Praxis, vor allem auch mit Kindern, die Traumata erlebt haben. Die Arbeit an sich hat mir eigentlich echt gut gefallen. Das Team war auch echt toll eigentlich, aber es ist halt, man geht da jeden Tag hin und irgendwie ist es dann immer doch dasselbe und wie, ja. Das konnte ich gerade irgendwie in Worte zu fassen. Nee, ich musste gerade mal so drüber nachdenken. Ja, also bei mir war es eigentlich vor allem dieses, dass ich wusste, okay, das ist eigentlich quasi jetzt so die Endstation erstmal. Dass ich halt wusste, okay, ich habe jetzt die Ausbildung fertig, das Studium und ich gehe da hin und wahrscheinlich ist das bis zur Rente so. Und dann dachte ich halt irgendwie, nee, ich bin noch so jung, ich will irgendwie noch was erleben, noch mal was anderes machen. Es war jetzt gar nicht so unbedingt, dass ich gesagt habe, ich war so unglücklich, dass ich da raus musste und ich finde auch den Beruf immer noch toll und wir wollen den ja auch hier wieder ausüben. Aber es kommt halt auch auf das Umfeld einfach drauf an, ob man glücklich ist. Und es gibt einfach für uns auch nichts Schöneres morgens, Tür auf, man ist am Meer, man kann am Strand Yoga machen, man kann meditieren. Man ist einfach so viel verbunden auch mit der Natur, was mir halt persönlich super viel Kraft und Energie auch gibt. Und auch viel Ruhe, was ich irgendwie auch brauche. Also jetzt, wo wir gemerkt haben, wir wollen wieder lernen und wir haben auch ein bisschen wieder was dazugelernt. Aber trotzdem ist halt vor allem bei uns beiden auch schon immer der Wunsch gewesen, eigentlich mit Menschen zu arbeiten und auch so ein bisschen was zurückgeben zu können, was uns jetzt hier halt auch gefehlt hat. Und dadurch, dass wir uns jetzt halt auch länger schon mit Yoga und Meditation beschäftigt haben, dachten wir halt, das ist eine super Ergänzung halt zur Ergotherapie, dass man das halt in die Verbindung mit Yoga bringt. Weil Yoga halt ja auch nicht nur die Bewegung ist, dass man sich halt viel dehnt und auch die Muskeln kräftigt, sondern vor allem ja auch der geistige Effekt quasi dabei ist. Und viele Menschen leiden ja auch an Stress irgendwie und das ist so eine super Ergänzung auch, dass man Bewegung und halt auch Stress, also auch mental quasi daran arbeiten kann. Genau, und da ist jetzt eigentlich so unsere Zielgruppe, so eher die älteren Deutschen, sagen wir mal. So mit Rheuma und Arthrose kennen wir halt viele, die hier auch überwintern, weil das halt auch den Gelenken gut tut. Genau, für die haben wir das jetzt so ein bisschen abgestimmt. Wir bieten hier unsere Ergotherapie in Verbindung mit Yoga an. Vor allem geht es uns darum, dass wir den Leuten auch Entspannung rüber vermitteln, denn ein entspannter Körper, der kann viel besser heilen als ein gestresster Körper. Ja, doch, also wir kannten uns schon 2 Jahre, glaube ich, seit wir zusammen sind. Und ja, dann haben wir zusammen gelebt, das erste Mal richtig ja auch. Und dann, Also ich glaube, es ist nicht bei allen so, aber wir streiten uns viel weniger im Bus eigentlich als vorher im Haus. Also bei Leonard, bei den Vater im Haus gelebt. Und da gab es eher mal irgendwie Reibereien, wer was macht irgendwie. Und hier gibt es irgendwie so klare Regeln, was zu machen ist. Oder? Also wir streiten uns fast gar nicht. Ja, wir streiten uns sehr wenig. Und wenn wir uns streiten, dann klären wir es. Ja. Ich glaube, man muss sich auch schon wirklich mögen und auch respektieren. Ja. Und auch ab und zu mal Raum geben. Also bei mir ist es so, ich bin am liebsten die ganze Zeit bei ihm und mich stört das auch gar nicht. Und er guckt da schon. Und Leonard braucht halt eher mal Ruhe. Aber dann sagt er das und dann gehe ich halt spazieren oder an den Strand. Und dann kann er mal ein bisschen was im Bus machen. Man muss halt zusammen auch Kompromisse. Genau, also ja, ich denke, das Leben im Bus ist nochmal eine große Herausforderung als Pärchen. Da muss die Kommunikation auch einfach stimmen und man muss wirklich über alles reden und alles auf den Tisch legen. Sonst klappt es nicht, bin ich der Meinung. Also, ja. Aber vielleicht klappt es auch gerade deshalb, weil man so eng zusammenlebt, dass man auch dann über alles redet, dass es dann nochmal der Beziehung ganz gut tut vielleicht. Also, wenn die Beziehung bröckelt, dann ab in den Bus.
es auch zu schade, wenn man das ganze Leben darauf hinarbeitet und sagt, ja, in der Rente, also weil du lebst ja jetzt schon und man verpasst dann auch so viel, wenn man so lange auf was hinlebt, was dann viele vielleicht auch gar nicht machen. Darum, ich empfehle jedem einfach, das zu machen. Auch gerade als Deutscher, man hat so viele Sicherheiten. Also man kann es ja auch mal ein Jahr ausprobieren und wenn es dann nicht klappt, dann kannst du immer wieder kommen. Also wir haben jetzt auch Glück, dass mit unserem Job, dass es da eigentlich sicher ist, dass wir halt immer wieder schnell einen Job in Deutschland kriegen. Das ist ja schon bei vielen eigentlich auch so, dass man da die Sicherheit hat. Darum einfach ausprobieren, es einfach machen. Wenn man seinen Traum leben will, dann ist immer jetzt der beste Zeitpunkt, um zu starten. Man muss viel auch auf sein Gefühl hören einfach, was sich gut das stimmt. Anfühlt. Ja. Das Bauchgefühl ist immer das Wichtigste. Sollte man wirklich nicht vernachlässigen. Das ist aber auch etwas, was man auch lernen muss, darauf zu hören.